Wenn ich aber eine Projektleiterin habe, die hier unterwegs ist, ne, die so, ah ja, das wird schon alles irgendwie gut gehen, und dann aber einen Auftraggeber hat, der sagt, warum wären wir nicht fertig? Warum sind wir ständig in Zeitverzug? Ne? Und hier jemand ist, der sagt, den Gutachter kann ich aber nicht rausschmeißen, der arme Mann ist dann arbeitslos. Ja? Dann geht es halt wieder nach Hierarchie. Also wenn wir jetzt auf die Typologien eingehen, wie verhalten sich die verschiedenen Typen in einer Konfliktsituation? Hier ist Harmonie wichtig als grüner Typ. Ich bin sozial orientiert. Das heißt, ich vermeide Konflikte. Für die wird es totstellen, genau. Das heißt, für die ist es total schwierig, mit denen überhaupt ein Konfliktgespräch zu führen, weil sie trauen sich nicht mal, selbst wenn eine Person, so wie der Herr Müller, ein Riesenarschloch ist, würden sie sich kaum trauen, öffentlich oder im Vier-Augen-Gespräch zu sagen, ja, der Herr Müller ist wirklich ein Arschloch. Weil man jemanden ja nicht auf den Schlips treten will. Weil man jemanden nicht verletzen will. Ja, das heißt, das Grundmuster ist hier absolut defensiv. Ja. Hier ist es im Konfliktverhalten so, dass analytisch recherchiert wird ohne Ende. Das sind die, die dann wirklich mit Sachbezügen, ne, Gutachten und so weiter, Auswertungen um die Ecke kommen und sachlogisch Argumente finden. Ja? Die wollen sich einfach nur durchsetzen und gewinnen, die Ergebnisorientierten. Und die machen vielleicht eine Zeit lang mit, entziehen sich aber. Die haben das Durchhaltevermögen nicht, die Energie reinzustecken. Ne? Also das Konfliktverhalten ist durchaus nach den Typologien sehr unterschiedlich. Ja. Beantwortest du die Frage? Und wenn dann auch jeder, je nachdem welche Farbe man ist, eine andere Lösbarkeit oder einen anderen Weg, wie ich das, den Konflikt löse, oder ist es für jeden dann? Ja, klar. Du musst es halt immer, also Konflikte musst du immer individuell lösen, ne? Weil das Bedürfnis, deswegen ist es ja so wichtig, diese Konfliktanalyse zu machen am Anfang. Erstmal zu verstehen, welche Bedürfnisse haben wir denn überhaupt im Raum? Ne? Der hat das Bedürfnis, dass es allen gut geht, und der hat das Bedürfnis, dass das Projekt zu Ende gebracht wird. Wenn ich aber eine Projektleiterin habe, die hier unterwegs ist, ne, die so, ah ja, das wird schon alles irgendwie gut gehen, und dann aber einen Auftraggeber hat, der sagt, warum wären wir nicht fertig? Warum sind wir ständig in Zeitverzug? Ne? Und hier jemand ist, der sagt, den Gutachter kann ich aber nicht rausschmeißen, der arme Mann ist dann arbeitslos. Ja? Dann geht es halt wieder nach Hierarchie. Ne? Und wer setzt sich am Ende durch und sagt, hier, das Ding muss jetzt beendet werden. Ich drehe den Geldhahn ab, es gibt keine Mittel mehr, das Projekt muss abgeschlossen werden. Die Kompromisslösung ist immer individuell dann. Hm? Kann denn eine gute, also gut ist jetzt wieder so eine Definition, aber kann denn eine Führungskraft ein Grüner sein? Eigentlich nicht, oder? Ja, habe ich auch schon erlebt. Ein Physiotherapeut, der eine IT-Firma gegründet hat. Ihr könnt euch vorstellen, wie die Unternehmensstruktur war. Weil hier werden keine Entscheidungen getroffen. Weil man immer die tausend Argumente von allen anderen im Blick hat und sich nicht durchsetzen kann. Ne? Und das ist schon schwer. Am besten ist es in der Geschäftsführung, wenn man das transparent hat, wenn man Geschäftsführungspartner dann hat, die im Ausgleich sind. Also da hatte ich wirklich mal einen Geschäftsführer-Duo, da war einer sehr in der Initiativenseite, initiativ und grün, ja, also sehr menschenorientiert, allen helfen, allen muss es gut gehen. Aber wie setze ich mich dann durch in der Führungsrolle? Das hier hat gefehlt. Aber der kaufmännische Geschäftsführer, das Pendant dazu, war halt hier unten. Er hat sich natürlich immer aufgeregt, ich muss die Scherben von dem wegkehren. Die Mitarbeiter heulen sich dann bei mir aus. Aber zusammen als Duo funktioniert das. Ja? Ja, Good Cop, Bad Cop, genau. Du hast halt hier einen analytischen, der sich durchsetzt und mal durchgreift und nicht so viel Rücksicht auf die Gefühle von allen Beteiligten nimmt. Ne? Und hier auf der Seite jemanden, einen Ansprechpartner, wo die Leute hingehen können und sagen, das war vielleicht ein bisschen zu heftig.
ne? Ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Und wenn du so eine Kombination hast, dann funktioniert es schon ganz gut, vor allem wenn die auf Augenhöhe miteinander arbeiten, wenn sie mit solchen Modellen arbeiten und unter sich transparent sind, ne? Wenn die Stärken und Schwächen ausgeglichen werden. Wenn du als Unternehmer und Geschäftsführer sagst, wie komme ich jetzt weiter, wie setze ich das jetzt konkret um, was muss ich jetzt als nächstes tun, was sind die Top 3 nächsten Schritte, dann trag dich hier ein für ein kostenloses Strategiegespräch. Ich nehme mir 30 Minuten meiner Zeit frei für dich, um dich zu beraten und dir zu helfen, aus deiner individuellen, persönlichen Problemlösung innerhalb deiner Branche, wie kannst du jetzt schnell in die Umsetzung kommen. Ich freue mich, dich kennenzulernen.